Ein gutes Gaming-Headset für um die 30 Euro. Ob das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Beim Shakun Skiller SGH30 handelt es sich um ein USB-Headset mit virtuellem 7.1 Sound sowie schicker RGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung selbst ist leider nicht anpassbar und es läuft lediglich das Farbspektrum in Regenbogenfarben auf der Seite durch. Das Headset setzt auf eine geschlossene Konstruktion, einen 40mm Treiber sowie eine eingebaute USB-Soundkarte, die den virtuellen 7.1 Sound erzeugt. Die recht große Bauweise mit den weichen Ohrpolstern aus Kunstleder und einem flexiblen Kopfband machen das Gaming auch nach Stunden noch leicht und angenehm. Auch für Brillenträger. Leicht ist dabei im Übrigen genau das richtige Stichwort. Das Headset ist unfassbar leicht und auf dem Kopf kaum wahrzunehmen. Naja, also man merkt es schon, aber es erdrückt einen nicht. Das liegt vor allem daran, dass an den Seiten sehr leichtes Plastik verwendet wurde. Dennoch wirkt das Headset durch den Metallrahmen keineswegs billig, sondern macht insgesamt einen recht hochwertigen Eindruck für die Preisklasse von um die 30 Euro. Der Metallbügel lässt sich relativ weit biegen, sodass auch größere Köpfe darin Platz finden sollten. Beim ersten Aufsetzen war das Gefühl ein wenig merkwürdig, da das flexible Kopfband recht locker sitzt. Da macht SteelSeries beispielsweise einen etwas besseren Job, die Headsets kosten aber gut und gerne mal mindestens das Doppelte. Das Kabel ist textilummantelt und sollte mit 2,40 Meter Länge für die meisten Leute ausreichen. An der linken Seite des Headsets befinden sich zudem ein Regler zur Regulierung der Lautstärke sowie ein Schalter, um das Mikrofon stumm zu schalten. Das Headset sowie das Kabel sind jedoch nicht entkoppelt, was zur Folge hat, dass Schallwellen beim Reiben des Kabels oder dem Klopfen mit dem Finger auf das Headset gut zu hören sind. Was uns zum nächsten Punkt führt. Dem Klang. Der Klang des Shakun SGH30 ist nativ ziemlich auf Shooter optimiert. Das erkennt man durch die stärker ausgeprägten Bässe und die recht dünnen Höhen sowie die geschlossene Bauweise, die Geräusche von außen abschirmen sollen. Wenn Musik läuft, klappt das auch ganz gut, bei Stille kommt dieser Effekt aber nicht ganz zur Geltung und es gelangen immer noch Geräusche von außen nach innen. Wie so oft ist das natürlich immer Geschmackssache, ich für meinen Teil finde es so eigentlich ganz angenehm. Durch die Software, die ihr kostenlos auf der Webseite herunterladen könnt, können zudem verschiedene Einstellungen am Klang über einen Equalizer vorgenommen werden und der 7.1 Sound kann an- oder ausgeschaltet werden. Für den Genuss von Filmen oder gar Musik empfehle ich das Headset jetzt nicht unbedingt, denn dafür ist es einfach nicht so prickelnd. Falls ihr es aber dennoch benutzen wollt, dann passt unbedingt den Equalizer an. Meiner Erfahrung nach funktioniert das Jazz-Preset eigentlich ganz gut. Kommen wir nun zum Klang des Mikros und dafür werde ich nun auf das integrierte Mikro des Headsets wechseln. Wir fangen zuerst mal mit dem unbearbeiteten Sound von dem Mikrofon an. Das Mikrofon lässt sich flexibel in der Position einstellen, aber leider nicht komplett abnehmen. Diese Funktion hätte ich mir sehr gewünscht, da es gerade in Verbindung mit einem externen Mikrofon nur stört, noch ein Mikro am Headset zu haben. Wenn man es nicht gerade direkt vor dem Mund hält, macht es auch klanglich durchaus einen soliden Eindruck. Natürlich darf man von einem Headset in dieser Preisklasse keine Wunder erwarten, aber für ein wenig Konsolengaming mit den Kumpels ist das durchaus nicht schlecht. Für Streaming kann ich hier allerdings keine Empfehlung geben. Gerade in diesem Bereich ist Audio so unfassbar wichtig und man sollte zu einem vernünftigen Mikrofon greifen. Wer allerdings ein bisschen mit den Filtern in OBS spielt, der erhält dann doch noch ein ganz gutes Ergebnis, wie ich finde. Kommen wir nun zum Fazit. Für wen ist dieses Headset jetzt was? Also meiner Meinung nach ist es vor allem was für den schmalen Geldbeutel. Es eignet sich vor allem für Gelegenheitsspieler oder Leute, die jetzt nicht die krassen Ansprüche an Audio haben. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ein Headset für 30 Euro kann halt nun mal nicht mit einem Setup aus Kopfhörern und Mikrofon für um die 250 Euro mithalten. Das ist halt einfach mal so. Aber in der Preisklasse macht das Shakun Skiller SGH30 einen wirklich soliden Job. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es hier also auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber was sagt ihr eigentlich zu dem Headset? Wie fandet ihr jetzt den Klang? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und verratet mir auch gerne mal, welche Headsets oder welche Kopfhörer ihr im Moment benutzt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, hier ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben und folgt mir auch gerne mal auf Twitch. Da streame ich relativ regelmäßig mittlerweile und wäre mega geil, wenn da ein paar von euch mal mit reinschauen. In dem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao, ciao.